Moin Leute, was geht? Willkommen zurück. Season 6 ist ja jetzt draußen und in diesem Video werden wir alle Änderungen durchgehen, die in Season 6 jetzt neu in Warzone reingekommen sind. Und ich werde euch noch über alle Änderungen informieren, die wir auch in Zukunft in Season 6 noch bekommen werden. Leute, lehnt euch zurück, genießt das Video, lasst am Ende gerne ein Like da, falls euch das Video gefallen hat. Und natürlich auch gerne ein Abo, darüber würde ich mich sehr freuen. Und ich würde sagen, wir legen los mit dem Video. Das Season 6 Update beträgt auf Konsole 30 GB und auf dem PC sind es 40 GB. Wir haben jetzt mit der neuen Season natürlich auch einen neuen Battle Pass drin. Du kannst dich entscheiden zwischen 1000 COD-Punkte bzw. 2400 COD-Punkte für den Battle Pass. Mit 1000 COD-Punkten kannst du dir den Battle Pass kaufen. Das heißt, du bekommst alle Dinge, die im Battle Pass drin sind. Und zusätzlich bekommst du noch, wenn du Stufe 100 erreichst, insgesamt wieder 1300 COD-Punkte zurück. Also bekommst du mehr COD-Punkte zurück, als du ausgegeben hast. Oder du gibst 2400 COD-Punkte aus und überspringst direkt die ersten 20 Stufen im Battle Pass. Das habe ich persönlich auch gemacht. Und wir haben in dem Battle Pass einige geile Sachen wie ein Panda-Skin, wir haben Mason als Operator, wir haben Adler als Operator, wir haben einige WW2-Operator, wir haben auch einige WW2-Waffen schon im Battle Pass drin, so wie es aussieht zumindest. Ansonsten ist der Battle Pass eigentlich ziemlich standardmäßig. Einige geile Sachen natürlich drin, wie die vorherigen Battle Pässe in den letzten Seasons auch schon. So ähnlich würde ich jetzt den Battle Pass hier bewerten. Mit Level 15 bekommen wir eine neue Waffe rein, das ist die .410 Shotgun und mit Level 31 bekommen wir die Graf rein, das ist die Galil und die Galil ist wirklich sehr, sehr nice, mit der habe ich auch schon gespielt. Die Shotgun fand ich persönlich jetzt nicht so geil, ich denke nicht, dass die Shotgun Meta wird, dass viele Leute mit der Shotgun spielen werden, aber die Galil hat auf jeden Fall Potenzial, die werde ich noch hochleveln und euch dann meine Meinung zu der Galil auch im nächsten Video bzw. in den nächsten Videos abgeben. Zusätzlich dazu haben wir jetzt auch die Battle Axe drinne, die bekommen wir entweder in den Shop, wahrscheinlich kommt das Bundle um 19 Uhr in den Shop oder man schaltet sie durch eine Herausforderung frei. Die Lapa MP, das ist eine neue MP, die wir auch in der Season bekommen, wird es im Halloween-Event geben als Belohnung. Darüber werde ich aber später noch relativ am Ende des Videos nochmal reden, wie genau man die Lapa MP in der Season 6 freischalten kann. Zusätzlich dazu bekommen wir dann auch nochmal einen Hammer und eine Sichel. Das ist auch eine Nahkampfwaffe bzw. zwei Nahkampfwaffen. Du hältst einen Hammer in der rechten oder deiner linken Hand und in der anderen Hand hältst du dann den Sichel. Und wir haben natürlich auch neue Bundles im Shop drinne. Kommen wir jetzt zu einer der größten Änderungen, die wir bekommen haben in Season 6. Und zwar sind das die Map-Änderungen. Downtown ist jetzt in Season 6 halb zerstört. Es gibt ein riesiges Hochhaus, was umgefallen ist. Und um das Hochhaus herum gibt es auch sehr viele Trümmer, die überall rumliegen. Du kannst unten langlaufen beim Hochhaus. Es gibt einige Wege, die du gehen kannst, wo auch viel Loot ist, wo Kisten sind und so weiter und so fort. Und wenn du unten bist beim Hochhaus, wenn du nach unten gehst, kannst du auch von dort aus in das Parkhaus bei Nakatomi Plaza gehen. Also das ist wirklich sehr, sehr geil. Und dann gibt es einen riesigen Riss, der von Downtown aus durch das Stadium durch bis hin nach oben zu Array geht. Und da kannst du natürlich auch lang gehen. Dort gibt es auch ein bisschen Loot. Da kannst du dich auch teilweise an manchen Orten einfach hochziehen mit so einem Seil. Und du kannst da auch vor allem in Deckung gehen von den ganzen Snipern, die ab und zu mal auf Stadium hocken und das Open Field abscopen und dich snipen wollen, falls das der Fall ist, einfach in den Riss reingehen und da bist du dann geschützt von den ganzen Snipern. Es gibt jetzt auch übrigens WW2-Bunker. Es gibt insgesamt drei WW2-Bunker und diese Bunker befinden sich unter den Containern. Die Container sind jetzt offen, da kannst du reingehen und wenn du in einen Container reingehst, kannst du dich nach unten seilen. Und wenn du dich nach unten geseilt hast, bist du in einem von den WW2-Bunkern drin und ist auch ziemlich groß da drinne. Dort sehen wir überall Reichsflaggen an den Wänden und eventuell werden wir dort in der Zukunft von Season 6 auch mehr Easter Eggs bekommen. Das ist schon halbwegs offiziell bestätigt worden von Raven Software, dass wir Easter Eggs bekommen werden. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt darauf. Wann das Ganze losgehen wird, wird sich noch in der Zukunft zeigen. Wir haben jetzt übrigens auch den OG Gulag drin. Das ist der Gulag,
der von Anfang an in Warzone drin war. Dann hat der Gulag sich ja mit der Zeit immer wieder verändert und wir haben immer wieder einen anderen Gulag reinbekommen und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir wieder endlich den alten Gulag drin. Das ist eigentlich ganz nice. Bevor die neue Warzone-Map kommt, können wir nochmal auf dem OG Gulag spielen. Sehr, sehr nice. Das wird eventuell den ein oder anderen von euch anlocken, der damals auch Warzone gezockt hat und jetzt eventuellerweise wieder reingehen will, sich einspielen will für die neue Map, die voraussichtlich am 23.11. rauskommen wird. Das ist aber noch nicht offiziell bestätigt, dass die neue Map am 23.11. rauskommt. Aber die Gerüchte gehen momentan rum, dass es am 23.11. der Fall sein wird. Wir sehen jetzt in Season 6 auch die STG-44 aus Vanguard in den Sturmgewehren. Wenn du in die Sturmgewehre gehst und ganz nach unten gehst, siehst du ganz unten die STG-44. Die kannst du aber momentan noch nicht freischalten. Wann man die freischalten kann und wie das alles funktionieren wird, wissen wir noch gar nicht. Dazu gibt es noch keine Informationen. Aber es gibt jemanden, der es geschafft hat, in Warzone in ein Private Game zu gehen. Und dort hat man gesehen, dass er auf der STG-44, wie ihr das jetzt gerade auch in dem Bild seht, 10 Aufsätze draufpacken kann. Also ist es eigentlich schon fast offiziell bestätigt, dass wir 10 Aufsätze bekommen werden mit der Vanguard-Integration in Warzone, was auch ziemlich nice ist. Und da wird es wahrscheinlich einige Videos wieder geben, welche Aufsätze packe ich drauf, was ist Meta und. Das wird ziemlich interessant werden. Und wir haben natürlich jetzt auch mit Season 6 ein Waffen-Update bekommen. Raven Software hat die Patchnotes gepostet und zwar wurde die C58 genervt. Dort wurde der Rückstoß erhöht. Die EM2 wurde auch genervt. Dort wurde der Rückstoß ebenfalls erhöht. Die MG82 wurde ebenfalls genervt. Dort wurde der Waffenkick erhöht und der Rückstoß und einiges an der Nachladezeit. Ich habe das nicht so ganz verstanden in den Patchnotes, aber die MG82 wurde genervt, ist aber immer noch ziemlich stark, meiner Meinung nach, weil ich die schon benutzt habe in Season 6. Ich habe ja vorhin gestreamt und ein bisschen mit der auch gespielt. Ist immer noch ziemlich stark, meiner Meinung nach. Und bei der Stauner wurde der Gunkick auch erhöht. Also mit Gunkick ist wahrscheinlich gemeint, dass wenn du angeschossen wirst, deine Waffe nach oben kickt. Und das wurde ein bisschen erhöht bei der Stauner und auch bei der MG82. Und der Rückstoß bei der Stauner wurde ebenfalls erhöht. Bei den Aufsätzen wurde ebenfalls ein bisschen was gemacht. Und zwar bei dem Tiger Teams Spotlight-Aufsatz, den auch viele Leute benutzen. Momentan vor allem auf der Zweitwaffe bzw. auf der MP, die man spielt mit seinem Sturmgewehr oder mit seiner Sniper für Long Range und MP für Close Range. Dort spielen sehr viele Leute Tiger Team Spotlight Aufsatz. Und hier wurde das Movement Speed von 3,2% auf 3% verringert. Und der Multiplikator vom Movement Speed, wenn du reingezielt bist, wurde ebenfalls von 3,2% auf 3% verringert. Also ein kleiner Nerf für den Aufsatz Tiger Team Spotlight. Wir haben dann noch kleine Änderungen bei der OTS und zwar beim Magazin der OTS, und zwar das 40-Schuss-Magazin. Hier wurde der Multiplikator von der Reinzielgeschwindigkeit von 0,85 auf 0,835 reduziert. Die Nachladezeit wurde von 2,6 auf 2,7 Sekunden verringert. Und die Nachladezeit, wenn das Magazin leer ist, wurde von 2,23 auf 2,32 erhöht. Und dann wurde noch bei dem Aufsatz VDV 40 Schuss Schnelllademagazin der Multiplikator, wenn man reinzielt, reduziert von 0,8 auf 0,78. Die Nachladezeit wurde hier aber verringert, so steht es zumindest in den Patch Notes. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist in den Patch Notes. Ich glaube eher, sie wurde erhöht und nicht verringert. Aber hier steht, sie wurde verringert von 1,93 auf 2,11. Also es müsste eigentlich erhöht heißen. Und die Nachladezeit, wenn das Magazin leer ist, wurde ebenfalls erhöht von 2,23 auf 2,32. Es sieht so aus, als ob Raven Software möchte, dass wir die OTS nicht mehr benutzen. Und die OTS ersetzen durch eine andere Waffe. Aber meiner Meinung nach ist dieser Nerf von Tiger Team Spotlight, den auch die meisten Leute benutzen auf ihrer OTS, und dem Schnelllademagazin nicht groß genug, sodass wir die OTS ersetzen können. Aber das wird sich zeigen in der Zukunft. Meine persönliche Empfehlung für euch ist auch die AKU einmal ausprobieren. Die ist wirklich auch sehr, sehr gut. Die gibt es jetzt auch überall auf dem Boden in Verdansk zu finden. Wir haben ja jetzt auch neuen Bodenloot drin. Wir haben auch neue Waffen im Gulag. Und die
die AKU hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen als Bodenloot. Deswegen probiert die AKU gerne mal aus, falls ihr eine andere Nahkampfwaffe spielen wollt. Also Nahkampfwaffe für Close-Range-Fights meine ich damit natürlich. Die werde ich natürlich auch in der nächsten Zeit in Season 6 noch testen und euch darüber noch informieren. Ansonsten war es das jetzt mit den ganzen Buffs bzw. Nerfs. Und das Design wurde jetzt auch geändert, wenn man eine Waffe anschaut und aufhebt. Da kommt ja immer so ein rechteckiger Kasten und der sieht jetzt anders aus. Der ist ein bisschen mehr schwarz, ein bisschen moderner ist jetzt das Design. Und die größte Änderung hier ist aber, dass man sehen kann, ob eine Waffe vollautomatisch ist, ob es eine Burst-Waffe ist oder ob es eine semi-automatische Waffe ist, weil in Season 5 hatten wir ja die Tech-9 drinne, beispielsweise einmal die grüne Tech-9 und einmal die weiße Tech-9. Und ich habe das auch bei einigen Streamern gesehen, dass wenn sie die weiße Tech-9 in der Hand hatten und dann einen Gunfight hatten, direkt nachdem sie gelandet sind, meistens, dann ist es passiert, dass sie einfach durchgedrückt haben, vergessen haben, dass die weiße Tech-9 eine Einschusswaffe ist, dass man triggern muss. Und dadurch haben sie dann den Gunfight verloren. Und das soll vielleicht ein bisschen den Leuten helfen, dass sie genau sehen, was ist das jetzt genau für eine Waffe? Einschuss, Burst oder semi-automatisch. Wir haben jetzt auch neue Playlists drin in Warzone. Und zwar ist Buyback Solos leider draußen. Wir haben die ganz normalen Modi für Solo, Duo, Trio und Quads. Wir haben Beutegeld-Quads drin. Wir haben Ladung drin. Dort spielen wir auf Port. Und wir haben Rebirth Island Duos und Quads drin. Wir haben in den Patch Notes von Raven Software jetzt auch gesehen, was wir in der Zukunft alles bekommen werden. Das seht ihr jetzt hier gerade. Und zwar werden wir am Wochenende jetzt immer wieder auch Updates bekommen. Hin und wieder. Mal wird ein Wochenende ausgelassen, mal nicht. Und zwar sehen wir jetzt hier, dass wir dieses Wochenende Iron Trials 84 wieder reinbekommen. Das war auch ein ziemlich beliebter Modus in der Community. Und zwar bekommen wir Quads für Iron Trials rein dieses Wochenende. Das Ganze startet am Freitag um 19 Uhr und geht bis Montag um 19 Uhr. Also bekommen wir immer am Donnerstag jetzt eine Playlist, wie es aussieht, und immer am Wochenende, am Freitag noch eine Wochenend-Playlist sozusagen, die wir nur am Wochenende spielen können, und dann geht die Playlist für das Wochenende dann wieder raus. Wir sehen jetzt hier, dass wir am 14. Oktober noch Clash reinbekommen, also 50 gegen 50. Wir bekommen Ladung auf Promenade und wir bekommen Rebirth Island Scopes und Scatterguns. Hier hast du keinen Loadout, du kannst ja auch keinen Loadout kaufen. Du kannst nur mit Sniper und mit Shotgun spielen, und wir haben dann noch Wiederbelebung Quads drinne, und übernächstes Wochenende bekommen wir dann Iron Trials Trios rein. Wir sehen hier, am 21. Oktober bekommen wir Solo, Trio und Quads rein. Duos wird es in Iron Trials 84 geben. Das wird also eine Wochenplaylist sein. Normalen Duo-Modus wird es dann nicht geben. Und wir sehen hier einen Kürbis. Ein Kürbis als Symbol. Am 19. Oktober soll ja das Haunting-Event starten. Und am 21. Oktober bekommen wir irgendeine Playlist für das Haunting-Event bzw. für das Halloween-Event. Und dann sehen wir noch, in Rebirth Island bekommen wir Scopes und Scattergun. Quads rein und Wiederbelebung Trios. Am Wochenende bekommen wir dort nichts. Und am 28. Oktober bekommen wir Solos, Duos, Trios und Quads rein. Wir bekommen Beutegeld Trios rein. Wir sehen hier wieder ein Halloween-Symbol bzw. ein Kürbis-Symbol. Vielleicht bekommen wir hier eine weitere Playlist für das Halloween-Event. In Rebirth Island bekommen wir Wiederbelebung Quads rein. Und am Wochenende bekommen wir Iron Trials Solos rein. Ist für mich ziemlich interessant, weil ich eher der Solospieler bin. Und das war's mit den ganzen Infos für die Playlists, die wir bekommen werden im Oktober. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt, vor allem auch auf das Halloween-Event, denn das Halloween-Event bzw. The Haunting-Event wird den Titel The Ghost of Verdansk haben. Und dort werden wir dann wieder einen kleinen Battle Pass bekommen, ähnlich wie es im Zahlen-Event war, für 2 Wochen lang, dass wir 9 Herausforderungen in Warzone abschließen können und 9 Herausforderungen in Cold War. Und am Ende bekommen wir eine Belohnung. Und die Belohnung wird, wie es aussieht, die LAPA MP sein, die wir ja in der Season bekommen sollen. Man kann jetzt übrigens in Season 6 auch sein Killfeed anpassen. Und zwar kannst du dein Killfeed komplett ausschalten.
Du kannst einstellen, dass es 10 Sekunden lang angezeigt wird. Du kannst einstellen, dass es 20 Sekunden, 30 Sekunden oder sogar 60 Sekunden lang angezeigt wird. Und wenn jemand disconnected, das hat keinen Einfluss darauf, was du dort eingestellt hast. Wenn jemand disconnected, wird es angezeigt und dann geht es wieder weg. Genauso wie es auch in den letzten Seasons war. Die Anzeigedauer von einem Disconnect hat hier keinen Einfluss. So, das war's jetzt mit den ganzen Informationen zu Season 6, den ganzen Neuerungen und so weiter und so fort. Ich persönlich bin sehr gespannt auf die Waffen, wie die performen werden, vor allem die Galil und die Lapa-MP. Darauf freue ich mich schon extrem und auf das neue Bodenloot, auf die neuen Waffen, die man jetzt spielen wird, auf die neue Meta und so weiter und so fort. Aber vor allem freue ich mich auf die WW2-Bunker auch, auf die Easter Eggs, die kommen werden und auf das Halloween-Event. Ich glaube, Season 6 wird echt ein guter Abschluss für Cold War und Warzone. Schreibt mir ruhig eure Meinung dazu in die Kommentare rein. Like gerne das Video, falls euch das Video gefallen hat. Abonniert auch gerne meinen Kanal für mehr Call of Duty Videos in der Zukunft. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video oder im Livestream. Ich bin fast täglich live um 17 Uhr. Haut rein, Leute. Viel Spaß in Season 6 und ciao.